Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Limbo. Ich kenne Limbo auch bloß als irgendein lustiges Partyspiel für Betrunkene. Aber in diesem Limbo geht es um einen kleinen Jungen oder was auch immer er sein soll, der in tiefen, dunklen Wald läuft. Und davon gibt es gerade eine Demo. Und um zu gucken, ob euch dieses Spiel gefällt, ob man das Let's Playen kann, dachte ich mir, ziehst dir mal die Demo und rockst mal los. So, die Steuerung ist recht einfach. Man spielt mit den Pfeiltasten. Hoch ist Springen, runter ist nichts, links und rechts erklärt es von alleine. Wir laufen durch diesen dunklen Wald. Mit einer coolen Atmosphäre. Alles ist dunkel gehalten. Hui. Sind sie Stacheln? Krass. Ich weiß gar nicht, wie es aussieht, wenn man hier stirbt. Aber das werden wir bestimmt noch rausfinden. Hui. Also ich habe das einmal kurz angespielt, also um so für die Steuer rauszubekommen, so bis hier ungefähr. Vielleicht ein Stück weiter. Doch, übers Wasser war ich noch rüber. Da ist unten Wasser. Richtig genial gemachtes Spiel. Ups. Auch die Stimmung, die damit erzeugt wird. Man hat kaum Hintergrundmusik oder so, sondern... okay. Wir sind Captain Jack Sparrow. Kaum Hintergrundmusik, sondern man hört seine eigenen Schritte, man hört so die Geräusche des Waldes und des Wassers, wenn man am Wasser ist. Und das ist eigentlich schon alles, was man hört. Und das erzeugt eine sehr düstere, ja, Umgebung oder Stimmung. Okay, wer lässt denn hier im Wald ein Boot stehen? Okay, da kommen wir nicht hoch. Man sieht an den Händen des Jungen, dass da, was auch immer das sein soll, dass man was ziehen kann. Das wurde mir schon mal gesagt am Anfang. Ups. Ich muss sagen, das ist ein sehr schön gemachtes Spiel. Erinnert mich so ein bisschen an World of Goo, hieß es glaube ich so. Ich glaube World of Goo hieß das. Das ist auch zweidimensional, ist sehr einfach, hat aber eine richtig gut ausgeklügelte Physik-Engine und hat auch eine geile Stimmung fabriziert. Oh, da piepst was. Und da liegt was. Kann man das auch wegziehen? Ja. Wer lässt denn sowas im Wald liegen, bitte? Und mit Anlauf. Ich möchte da nicht reinspringen. Ich möchte dieses Let's Play ohne einen Fail versuchen. Okay. Kann man so wie abstreifen oder so? Weg. Nee. Muss man vielleicht ein paar Mal dran ziehen? Was ist das denn? Ah, eine Falle. Und jetzt? Wahrscheinlich hier irgendwo so. Vielleicht reißt es ja ab oder so. Oder macht daraus einen Katapult. Ja. Okay. Also es gibt hier auch Fallen, die man auch benutzen kann. Ohne dass sie einen umbringen. Das wäre mal schön. Hui. Lauscht einfach mal ganz kurz den Sound. Ich bin mal kurz ruhig. Thank you.
die Schritte und auch, okay, jetzt dieser komische Dreckklumpen oder was auch immer, das war sehr laut, aber ich finde es sehr geil gemacht, so die Schritte, das Plätschern vom Wasser. Also derjenige, der mir das empfohlen hat, das war der Riddick. Ja, der Typ mit den keine Augen und Klinge und so, ne? Und Mörder, nein, nicht der. Ja, oder wo? Ups. Auch einen Gamer, den werdet ihr auch noch zu hören bekommen beim Let's Play World of Tanks. Und der mir das empfohlen meinte, das musst du mitten in der Nacht spielen, es darf kein Ton draußen sein. Und er hat mir auch geraten, nicht ins Wasser zu gehen. Irgendwie so bis zum Hals kann man ins Wasser, danach stirbt man. Ach, man kann schwingen. Sehr kälte aus dem Dschungel kam. Auch nicht. Ich habe gerade die Handbewegung gesehen. Vielleicht schaue ich es nochmal. Noch ein Stück, noch ein Stück. Und der ist schwingen, schwingen, schwingen. Schwingen. Bei so einem Spiel frage ich mich immer, wer hat das arme Kind im Wald ausgesetzt? So, jetzt wurde ich aus dem Spiel rausgekickt. Moment, ich schneide kurz. Hops. Und eins, zwei, und eins, zwei, und Hilfe. Dafür bekommt man nicht so viel Schwung wie vorhin. Mal. Ja, sorry für den kurzen Schnitt. Das werdet ihr wahrscheinlich nur daran sehen, dass ich sage, ich schneide jetzt. Und weil ich wirklich. Nein! Was mache ich denn die ganze Zeit? Ich versuche mal abzuspringen beim Hochklettern. Ups, jetzt aber. Und zwar für alle, die Skype haben und Skype kennen und lieben, die neue Version. Die aktuellste Version, sagen wir es mal so, hat manchmal so ihre Macken. Dazu fällt mir wieder der gleiche Spruch ein wie bei Dark Messiah, da ist man 5 Minuten, ja, 5 Minuten in diesem Wald und sofort liegt alles so in Schutt und Asche. Kann man irgendwo hoch? Nö. Aber da oben liegt was. Weapons. Ich weiß nicht, ob es hier Waffen gibt. Wenn es hier Fallen gibt und so. Oh, nein! Wow. Ich hatte gerade richtig Angst um das kleine Vieh hier. Mit seinen Leuchteraugen. Ich muss ehrlich zugeben, als ich das erste Mal angespielt habe, also einfach nur zu gucken, die Steuerung und so, da habe ich bestimmt 5 Minuten lang da rumgelegen, weil am Anfang liegt man ja rum. Und warte darauf, dass der Tag schöner wird. Ich weiß es nicht. Bis mir dann irgendwann mal der Riddick gesagt hat, nee, du musst da schon dich bewegen. Du musst schon was machen. Ja, unsere Kiste mit? Ja, ne? Das ist jetzt unsere Kiste. Die Frage ist nur, wer hat die da liegen lassen? Nee, zurück zu Skype. Irgendwer hat was als Status aufgeschrieben. Kein Plan. Und. Oder angegeben. Na. Ups. Mach doch. Los. Schwimme. Und das hat irgendwie ganz kurz mal das rausgekickt. Ich glaube, es war der Hockhock. Der hat irgendwas geschrieben in seiner Statusnachricht. Von Hockhock Gaming. Den habe ich ja bei mir jetzt bei Skype. Versuche mal die ganzen Let's Play, mit denen ich mal zusammen was gemacht habe oder ähnliches. Mit denen versuche ich immer bei Skype in Kontakt zu treten.
Okay. Hallo, Spinne. Uhu. Mach das nochmal, los. Komm schon. Da rieselt Holz runter. Aber die Falle liegt da immer noch oben. Die brauchen wir doch bestimmt. Kommt mal runter. Ach so, der folgt uns lang. Jetzt ist er. Und wir sterben jetzt bestimmt beim Rüberspringen. Oder auch nicht. Bestimmt müssen wir mit der Falle die Spinne festhalten oder so, damit wir durchrennen können. Oh. Weniger festhalten, mehr abreißen. Boah. Ich sehe schon, dass wir sterben. Los, Rennspinne. Wow, ich bin ein böses Kind und reiße die Beine aus. Okay. Ich muss sagen, also für eine Demo finde ich das schon recht ordentlich, was man hier so geboten bekommt. Ich bin am Überlegen, ob ich mir das hole. Will aber erstmal die Demo anspielen, gucken, ob es euch auch gefällt. Ich glaube, 10 € kostet es bei Steam. Also für alle, die mal ein lustiges Spiel nebenbei haben möchten. Warum laufe ich plötzlich so langsam? Ah, wahrscheinlich ist da gleich Ende. Da oben ist Tageslicht. Jetzt komme ich nicht mehr weg. Ach nee, das ist eine Falle von der Spinne. Nein, Hilfe! Ich wollte doch nicht sterben. Hilfe, 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 Hilfe! Fortsetzen? Fragezeichen. Oder das arme Kind allein lassen. Oder doch die vollwertige Version freischalten. Ich bin auf eure Kommis sehr gespannt. Einfach mal hinten reinschreiben. Auch von den Leuten, die es schon mal gespielt haben, damit ihr was zum Aufregen. Ja. Und falls es euch nicht gefällt, ich rendere das trotzdem, ich lade es hoch. Und wie gesagt, ich möchte gerne in euren Kommis hören, soll ich Escape drücken oder Enter? Bis dahin. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lauft nicht so oft alleine durch irgendwelche dunklen Wälder. Ihr seht, das kann ganz gefährlich enden. Und ja, das war's von meiner Seite aus. Ciao. Tschüss.